Hallo Freunde, heute ist der 23.03.2022. Wir sind weiterhin in Odessa. Heute war super Wetter. Ich habe auch gute Nachrichten. Ich habe jetzt über eine Bekannte von mir den Zugang gefunden zu einer Frau, die jetzt an der Zentrale sitzt bei der Apotheke und das relativ gut alles verwalten kann. Das heißt, ich brauche nicht mehr so viel Zeit für die Medikamente, um die dann für ältere Leute zu besorgen. Das erspart mir sehr viel Zeit und sehr viel Mühe. Also, das ist sehr gut. Hat heute schon funktioniert. Ich muss das morgen nur abholen. Also zahlen und abholen natürlich. Was noch? Immer wieder Alarm. Keine großen Explosionen. Gestern ist wohl etwas explodiert hier in der Gegend. Ich habe ehrlich gesagt gar nicht mehr so viel mitbekommen. Irgendwas wird abgeschossen, irgendwelche Raketen werden gefunden irgendwo im Vorort, die nicht detoniert sind und so. Ich weiß es nicht. Also es ist, es hat sich alles irgendwie vermischt, ehrlich. Also irgendwie, morgen ist ja genau ein Monat, seitdem das begonnen hat. Und jetzt ist kein Alarm, eben nur ein Alarm. Willkommen in unserer Realität. Das sind Hunde jetzt. Ja, es ist warm, es ist schön, aber es ist unruhig. Wir haben hier nichts Besonderes. In Nikolaev wird geschossen, werden auch Zivilisten umgebracht. Das ist zumindest, was wir mitbekommen. Bei uns noch nicht so viel, aber wie ihr wisst, Schiffe kommen und dann wird es laut, ja, und gefährlich. Wir haben ständig Alarm hier, weil von der Krim aus, von den Schiffen aus, werden Raketen abgefeuert und die fliegen durch den ganzen Süden von dem Land in das Landinnere. Und wenn das passiert, dann wird überall Alarm erklärt. Und das heißt, alle Republiken, also überall in allen Städten, ist es laut, sehr laut. Und es passiert auch nachts, es passiert morgens, es passiert abends. Gestern, in dem Video gestern, habe ich ein bisschen geweint, weil es wirklich so sehr mich bewegt hatte. Und ich bin dann einfach irgendwann müde, es hat sich einfach aufgesammelt. Heute bin ich einfach nur müde. Heute, ich habe wieder was Gutes getan, natürlich. Ich habe viele Leute sind hier weg und lassen leider ihre Haustiere draußen, Katzen und Hunde. Und es gibt Leute, die sich darum kümmern, aber diese Leute haben auch nicht immer Geld. Und ich habe heute einfach dann ein bisschen geholfen mit Katzenfutter. Ja, das war heute notwendig und habe mir jetzt viele Nummern nochmal vorgenommen, morgen anzurufen. Heute hatte ich irgendwie keine Kapazitäten mehr. Heute war einfach irgendwann genug. Ich habe noch Unterricht und keine Zeit. Also, es geht gut. Oma hat morgen Geburtstag. Morgen kommen Nachbarkinder, wollte eigentlich heute machen, aber da ich länger unterwegs war, hat es nicht funktioniert. Ich mache morgen einen kleinen Ausflug mit den Kindern in unseren Bunkerkeller. Ich hoffe, dass das das einzige Mal sein wird, wo die Kinder wirklich in den Keller müssen. In den Keller gehen und nie müssen. So, das wird wichtig sein. Ja, das wird dann für die interessant, weil da gibt es so einen Zugang zu den Katakomben. Ich zeige morgen vielleicht etwas ausführlicher, wie das aussieht und vielleicht machen wir den offen an und zeigen, was wir so vorbereitet haben. Also, es geht eher um die Unterhaltung und nicht um ernsthafte kriegerische Auseinandersetzung. Bis jetzt, wir hoffen, dass es auch so bleibt. Ihr seht, ich haben denn die Kopfhörer wieder ein bisschen bewegt, um zu hören, ob wir Alarm haben? Nee. Aber glaubt mir, auch wenn ich das nicht eben bewege, in meinem Kopf bewegt sich dieser Kopfhörer die ganze Zeit. Aber nehmen wir, man ein Geräusch hat, was man nicht genau zuordnen kann. So, was ist? Warte, Moment. Leise? Nee, okay, alles gut. Obwohl? Nee, warte. Und da bin ich der Einzige. Und natürlich, wenn man durch die Stadt geht, hört man nur Gespräche über Krieg und wie lange das wohl noch dauert. Solche Sachen. Okay,
Uns geht es letztendlich gut. Morgen ist viel geplant. Morgen sollen wir, wenn es gut geht, 4 oder 5 Familien helfen. Andrew kann morgen nicht, weil sein kleinerer, jüngerer Sohn Geburtstag hat und der ganze Tag ist verplant. Aber ich habe hier eine Gruppe organisiert mit circa 80 Leuten und morgen sollen mir andere Leute helfen. Also, wenn es klappt. Ach ja, ich habe heute auch von hier aus für eine Freundin von mir, die aus Odessa geflohen ist, in Niederkrüchten eine Wohnung gefunden. Da war eine sehr nette Frau, die sich bereit erklärt hatte, diese Freundin von mir, Galina, und ihre Schwester und ihre Mutter und 3 Kinder aufzunehmen. Das ist super. Laura, falls du es hörst, vielen Dank für alles. Und das wollte ich vielleicht auch den anderen Leuten mitteilen. Also falls ihr irgendwie das Gefühl habt, ihr könnt helfen, womit auch immer, und ihr seid euch nicht sicher, ja, kommt diese Hilfe an oder ist das der richtige Schritt oder wie auch immer, schreibt mir, ruft mich an. Das ist kein Problem. Ich versuche mit allem zu helfen. Ich glaube, ich bin so ein Weltbummler. Vielleicht und aber gleichzeitig, ich fühle mich zu Hause hier, aber auch in Deutschland, würde ich sagen. Und dann kann ich vielleicht beide Seiten doch relativ nah miteinander vernetzen und da helfen, wo es vielleicht sonst normalerweise viel länger dauern würde. So, genug für heute. Heute ist nur kleines, kurzes Video über das Wetter. Ein bisschen Geschichten von mir. Ich bin immer noch hinterher. Wir haben heute den Mittwoch und das Video ist vom Samstag. Also sorry, aber ich versuche das irgendwie so nach und nach zu machen. Deswegen erzähle ich immer am Anfang, was bei uns heute am Tag passiert ist und auf dem Video ist vielleicht noch ein paar Tage später. Es ist aktuell so, ich kann das großartig nicht verändern oder will das nicht verändern. Das bleibt so und ich erzähle aber immer up to date, was passiert. Wenn ihr mich morgens bringe ich die Videos raus. Und abends lade ich die meistens hoch. Wenn ihr mich seht, dann ist bei uns alles okay. Und wenn ihr mich nicht seht, dann kann es sein, dass ich einfach müde bin und nicht sofort was Schlimmes passiert ist. Ich hoffe es zumindest. So, vielen Dank für alles. An alle, die helfen wollen, bitte helft. Es gibt wirklich hier unendlich viel Arbeit. Wir helfen super vielen Leuten. Ich erzeuge immer mehr Struktur. Wie ihr seht, mit der Apotheke wird das schneller. Wir geben alles, was wir können und es wird. Die Hilfe kommt an. Vielen Dank, Leute, für alles. Macht's gut und schaut euch das Video an. Ciao, ciao. Hallo, Freunde. Es ist ein Samstag und wie ihr seht, es ist sehr friedlich. Der Park ist voll, die Menschen gehen spazieren, haben sogar Kiosks auf und man kann Kaffee kaufen. Sieht so aus, dass es irgendwie der Frühling kommt und es ist schön, aber wie ihr seht, nicht ganz. Der Beschuss war gestern und der ist auch im Video. Es kann so friedlich klingeln, bis auf den Flugalarm, den man hier wahrscheinlich jetzt hört. Also ich höre den deutlich, ich hoffe, ihr hört das nur bei mir im Video und nicht bei euch. Alles gut, bis auf den Krieg. Als ich zuletzt im Sommer hier war, habe ich geholfen, als es eine Dürrezeit war. Wir haben diese Bäume bewässert, haben von da oben Wasser gebracht und haben die hier bewässert. Das ist ein Kumpel von mir, der das organisiert. Ich schreibe seinen Instagram-Account nochmal in der Beschreibung. Ihr seht, der ist schon, leider schon ein bisschen zerstört, aber diese Bänke haben die alle selber aufgebaut. Es ist komplett wild hier gewesen und Menschen vereinen sich und machen selber was. Ja, sammeln auch ein bisschen Geld oder wer handwerklich begabt ist, hilft dann selber. Es ist nur so möglich. Heute hat man sehr gute Sicht auf die Bucht von Odessa und wie ihr seht, wir haben keine Schiffe oder so. In Sicht, die können, glaube ich, auch gar nicht hier hinkommen, weil die könnten von allen Seiten sonst beschossen werden. Wenn die kommen, dann von da weiter. Da ist der Süden. Also insbesondere auch
die Halbinsel Krim. Und wenn, dann erwarten wir die von der Seite.